Hallo Leute, der AC10005 hier mit Let's Play Finstere Träume. Wir machen weiter, wir gucken mal. Jetzt sind wir in irgendeiner komischen Laboreinrichtung. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Und da gucken wir mal, wo es da weitergeht. Der Fahrstuhl ist auch außer Betrieb. Okay. Oh, Tiergeräusche. Die Tür ist abgeschlossen. Man muss einen Code eingeben. Über der Tafel steht Zutritt nur für Personal mit gültiger ID-Karte. Haben wir noch nicht? Okay. Dann eben nicht. Oh, da haben wir wieder Kämpfe. Die Tür kann anscheinend nur mit einer ID-Karte geöffnet werden. Okay. Yay, noch mehr Kämpfe. Ach. Sterbt doch endlich, ihr Geisterviecher. Ja, mit dreien ist es schon lustig. Die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Naja, aber wirklich viel haben die eins nicht entgegenzusetzen. Naja, besser ist es. So. Auf dem Zettel steht. Formen cool. Hinweis erhalten. So. Da fehlt eine Sicherung. Eigentlich kann man die Tür mit einem Code öffnen, aber die Eingabetafel hat keinen Strom. Es fehlt eine Sicherung. Okay. Da müssen wir erst eine Sicherung irgendwo besorgen. Schauen wir mal darüber, ob da irgendwo was ist. Ah ja. Was haben wir hier? Man muss einen Code eingeben. Über der Tafel steht geometrische Formen. Und dann kommen die Farben Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb. Okay. Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb. Wir gucken nochmal auf den Hinweis. Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb. Und zwar ist es so, man muss die Ecken zählen. Also das habe ich relativ schnell rausgefunden gehabt. Also Blau haben wir 4. Rot haben wir 2, 4, 6. Wie war das? Blau, nee, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb, oder? Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb. Okay, also nochmal. Blau haben wir 4. Grün haben wir 3. Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb. 4, 3, 6. Dann haben wir hier 2, 4, 6, 8 und 2, 4, 5. Also blau-grün haben wir 4, 3. Rot-weiß-gelb 4, 3. 4, 3, 6, 8, 5. Okay. Also. 4, 3. 6, 8, 5. Zack. Haut hin. Die Tür kann anscheinend nur mit einer ID-Karte Stufe 2 geöffnet werden. Okay. Ah ja, da ist was. Oh, ein Kino. Vielleicht zeigen sie was. Ja, wie könnt ihr euch jetzt da hinsetzen und Filmchen angucken? Alter Falter. Naja. Kann man nichts machen. Sehr geehrte Sponsoren. Heute ist nun endlich der Tag gekommen, an dem ich Ihnen die Ergebnisse meiner langjährigen Arbeit präsentieren kann. Mit Hilfe ihrer großzügigen Spenden ist es mir gelungen, etwas zu erschaffen, das die Menschheit in ein neues Zeitalter führen wird. Ich rede von nichts anderem als den phasenverdrehten Phantasmen. Diese Wesen sind, wie der Name schon eigentlich sagt, Traumwesen, doch wenn man ihre Phasen umdreht, gelangen sie in die Realität. Ich habe zwar bis jetzt noch nicht herausgefunden, was man mit ihnen anfangen kann, aber trotzdem handelt es sich um eine bahnbrechende Entdeckung. Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Forschungen daher auch weiterhin unterstützen. Ja, ne? Sehr interessant. Phasenverdrehte Phantasmen? Wie kann ein normaler Mensch solche abscheulichen Experimente machen? Wie kann man diesen Wahnsinn zur Realität werden lassen? Ja. Om nom nom. Nom. Sag mal, Miranda, warum bist du eigentlich ein Geist? Das ist mir ein wenig unangenehm, darüber zu reden, aber na gut. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Wir haben uns schon mal getroffen, auf der Geburtstagsfeier von deinem Bruder. Jetzt, wo du sagst, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Und das fällt euch jetzt ein, nach keine Ahnung wie viel Rätseln und überhaupt und sowieso. Auf der Feier habe ich mich in deinen Bruder verliebt, aber ich hatte nicht den Mut, es ihm einzugestehen. Die Szene ist auch cool. Doch eines Tages nahm ich all meinen Mut zusammen. Mike! Ich liebe... Bams. Eiswagen.
Toll. Er hat mich nicht mal bemerkt. Naja, gut. Seit da an folge ich ihm als Geist, aber er bemerkt mich einfach nicht. Mike ist manchmal wirklich ganz schön begriffsstutzig. Oh mein Gott, jetzt wird alles klar. Was ist denn los, Fifi? Ich kann mich wieder erinnern. Der Fahrer vom Eiswagen. Bin ich? War mein Bruder? What? Er hat bei der Mafia Schulden, weil sie ihm geholfen hat, Mirandas Leiche zu beseitigen. Ich wollte meinem Bruder helfen und habe mich deswegen in diesem Labor für Menschenversuche gemeldet. Anscheinend wollten die Wissenschaftler aus mir die ultimative biologische Waffe machen. Na, das erklärt einiges. Das erklärt überhaupt gar nichts. Aber gut. Und was hast du jetzt vor, Jessica? Ja, ist doch sonnenklar. Wir werden nicht nur meine Familie retten und diese phasenverdrehten Phantasmen ausschalten, sondern auch das Labor in die Luft sprengen. Einfach so. Los geht's. Sicherung. Also irgendwie. Es ist irgendwie so alles. Es kommt irgendwie alles so gestellt rüber. Ich weiß es nicht. Kein normaler Mensch redet so wie Jessica. Es ist komisch. Na dann mal los. Ach, wir stürzen uns einfach da rein und ach, naja, du kommst mir irgendwie bekannt vor seit gestern. Ja, es ist irgendwie interessant, ne? Was über der Tafel sind Würfel abgebildet? Was für Würfel? ID-Karte. Tür ist abgeschlossen. Also irgendwo muss es ja jetzt noch was geben, meine Damen und Herren. Ach so, hier ja. Magnetische. Kelvin, ich hasse magnetische Platten. Ah, aus tiefstem. Man. Na, das Rätsel wird jetzt wieder lustig. Aber gut, kann man nichts machen. Also, wir gucken uns die Geschichte nochmal wieder an. Man, oh man, oh man. Ich liebe es ja jetzt schon wieder. Ganz ehrlich. Das ist ja mal wieder sehr interessant. Den da rüber bringt irgendwas. Ich meine, ich könnte den da hoch. Jetzt machen wir erstmal den da hoch. Würde ich sagen. Oder? Oder nicht? Ja, doch. So, dann können wir theoretisch den darüber. Ich könnte aber auch den darüber. Nee, wir machen es jetzt mal so. Dann kann ich. Moment mal. Könnte ich den da runter? Und dann kriege ich den schon mal da rein. Okay, das ist schön auf einer Seite. Bringt mich jetzt aber nicht wirklich weiter. Ich überlege jetzt gerade mal, wie ich deine blauen dahin bringe. Den dahin und den. Nee, das ist auch wieder nichts. Also wir können den roten jetzt definitiv schon mal dahin schieben. Das ist schon mal richtig. Und ich denke, wir schieben auch mal den grünen dahin, wo er hin soll. Pomp. So, jetzt blauen darüber. Roten da, okay. Ich könnte das Ganze so machen. Dann. Ja, das haut hin. Ich glaube, ich hatte das Rätsel beim letzten Mal etwas anders gemacht, aber es scheint verschiedene Wege zu geben, wie man es lösen kann. Ja, verschiedene Wege. Okay. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So, roten. Moment, erst blauen. So. Dann den roten. Und dann den blauen. Das letzte Mal hatte ich irgendwie so, dass ich hier einen Block hatte, hier wo jetzt der Pfeil ist. Ne, hier wo der Pfeil ist. Und dann habe ich den blauen irgendwie von unten rangeschoben. Aber spielt ja keine Rolle. Hauptsache man löst es, wie man es macht. Vollkommen Wurst. Oder Käse, je nachdem. Oh, die sind wieder schneller, ja. Okay.
Ach Jungs, was wollt ihr? Wir wissen jetzt zumindest, was ihr seid, aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Au. Das tut doch so weh. So. Pomp. Yay. ID-Karte. So, da brauchen wir eine ID-Karte Stufe 2, genau. Normale ID-Karte. Die wurde gebraucht. Hier, oder? Ach so, mit gültiger ID-Karte. Da müssen wir jetzt die ID-Karte mal untersuchen. Zugangskarte. Nee. Nicht kombinieren. Ach, Zugangskarte fürs. Dann ist das die ID-Karte. Ja. 518273. 518273. Yay. Sicherung. Schon wieder. Wo braucht man die bitte? Hä? Ah ja, hier kann man die ID-Karte auch benutzen. Also nur die ID-Karte ohne Code diesmal. Oder beziehungsweise die ID-Karte, und beim letzten Mal hat man ja nur den Code gebraucht, der da drauf steht. Das ist auch, bringt eigentlich auch nichts, wenn man eine ID-Karte macht, sollte man doch die vielleicht in Kombination mit einem Code machen oder so. Oder Fingerabdruck oder wie auch immer. Nur eine ID-Karte ist auch irgendwie ein Schmarrn. Aber gut. I say nothing. Und tot. Bomb. Ah, hier brauchen wir aber wieder eine Sicherung. Verstehe. Auf dem Zettel steht. Yay, Würfel. Das Rätsellösung liegt meistens auf der anderen Seite. Schauen wir mal, ob ich es noch hinbringe. Wenn nicht, muss ich mal wieder kurz nachgucken, wie das mit den Würfeln war. Nee. Hier war das, ne? Ja, genau. Also, wir gucken. So, wenn ich mich nicht täusche, war das Ganze so, also vom Würfel her müsste auf der anderen Seite sein, 1 und, also 1, 6 ergibt ein paar, 2, 5 und 3, 4, soweit ich weiß. Also wäre das jetzt praktisch, 6, 4, 3, 5, 2. Schauen wir mal. Ja, haut hin. Okay. Ich wusste es noch. Yay. Unglaublich hier. So, ID-Karte Stufe 2. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir kommen supi gut voran. So lang wird das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung, aber irgendwas war da. Zack. Ja, Sequenz. Denk an dein Versprechen, Jessica. Hm? Weißt du, wovon sie spricht? Hm, irgendwie kommt sie mir bekannt vor, aber ich erinnere mich einfach nicht. Dumpti-dumm. Papa, da bist du ja endlich. Wo bist du gewesen? Ich habe die ganze Zeit gegen Zombies gekämpft. Oh nein, auch noch Zombies? Ja, sie stammen aus diesem Labor, das einer Firma namens Parasol gehört und in dem Wissenschaftler aus allen Nationen arbeiten. Sie haben herausgefunden, dass die Kombination aus mutierten Vogelgrippeviren und übermäßigen Fernsehkonsum Menschen zu Zombies macht. What the hell, diese herangezogene Scheiße. Anscheinend wollen sie die ultimative biologische Waffe erschaffen. Fast hätten mich die Dinger erledigt, aber zum Glück wurde ich von einer Dienstmädchen-Androidin gerettet, die früher als Sekretärin in einer meiner Abteilung gearbeitet hat. Genau, diese Zusammenhänge, einfach so. Aber eins verstehe ich nicht, Papa. Wieso haben wir keine Spuren von den Zombies gefunden? Das liegt daran, dass in die Körper der Zombies fleischfressende Zellen eingepflanzt wurden, die deren Körper sofort auflösen, wenn das Gehirn aufhört zu funktionieren. Hä? Ja, okay. Man muss das Spiel nicht verstehen. Okay. Und was haben die phasenverdrehten Phantasmen mit den Zombies zu tun? Gar nichts, denn Chopper wohnt hier nur zur Untermiete. So war das also. Jetzt, nachdem wir alles wissen, wissen wir nur noch Mama und Mike retten. Ja, da hast du recht, Jesse. Ich überlasse dir die Monster. Mein Rückenleiden macht mir mal wieder zu schaffen. Ach, naja, einer 10-Jährigen überlasse ich mal die Monster, weil mein Rücken tut so weh. What?
für eine Scheiße. Hier steht, opfere zwei Gehirne, um die Tür wird sich öffnen. Hm. Okay. Oh yeah. Am Schloss befindet sich ein magisches Qua... Die Zahlen von 1 bis 9 müssen so verteilt werden, dass horizontal, vertikal und diagonal immer die Summe 15 herauskommt. Okay. Also, wir haben 8 und 4, das ist die 12, das heißt, wir brauchen hier eine Dry. Dann haben wir hier 4 und 2, das ist 6. Und dann brauchen wir die 9. Ne, 13 soll rauskommen, ups. dann brauchen wir die 7, Entschuldigung. So, dann... Ne, was jetzt, 13 oder 15? Moment, ich muss nochmal verlassen. 15, okay, 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 okay. Ja, ne? 3. 9. Dann haben wir... Die 8 und die 2 hier diagonal. Das heißt, wir haben hier die 5. Dann haben wir 3 und 5 sind 8. Und 7. Und dann kann man wieder so machen, wenn man will. 7 und 2 ist 9. Und dann brauchen wir hier wieder die... Oder hier die 6. Und ja, jetzt... Kann man es auch nochmal so diagonal, 6 und 5 sind 11 und 4 sind 15 und dann haben wir hier 8 und 6, das sind 14 und dann haben wir hier die 2. Ne, die 2, was? 8 und 6 sind 12 und... Atze, was mache ich da? 3. Hä? Moment. Also nochmal kurz durchgehen. Ach ne, 3 haben wir auch schon, kann ja gar nicht sein. 2. Ne, die 1. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen blöd. Aber gut. Kann sein, man weiß es nicht so genau. Ist mir auch wurscht. Rechnen war noch nie meine Stärke. Naja. Ach, jetzt kommen die Raketen, ja, ja. Die kann man auch kaputt machen, wenn man da mehrmals drauf ballert. Gehen die Raketen down. Stirbrakete. So. Gehirn. Om nom nom. Es ist ja so lecker. Muss einen Code eingeben. Unter der Tafel steht, folge dem Alphabet und sammle alle Beine. Okay. Yay, Kämpfe. Auf Doom. Ach ja, wieder 3 Stück. Mit Raketen. Stimmt. Natürlich. Das soll doch nicht langweilig werden. Das könnte es ja eventuell langweilig werden hier. So, komm schon. Danke. Also. Wir haben hier gar nichts. Am Schloss befindet sich ein magisches... Oh, what? Das ist jetzt das große. 1 bis 16. 34. Also, beginnt wieder logisch an. Es ist einfach so. Wir haben hier 13 und 8. Das sind 21. Und 1 haben wir 22. 22 haben wir 18, 30. 10, dann haben wir... Ne, Moment. Wie viel sollen wir einsetzen? 34. Was habe ich jetzt gesagt? 21, 22, dann haben wir 8 und 4, das heißt hier 12. Dann haben wir hier 1, 2, 16, haben wir 18, 19, 11 und haben wir hier die 15. Dann haben wir hier... Moment mal. Ah ja, jetzt können wir... Ne, können wir nicht. Das und das. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach ja, hier, genau. Haben wir hier 10 und 15, haben wir 25 und 6 haben wir 31. Das heißt hier die 4. Die 3. 3 und 5 sind 8 und 12 sind 20. Dann haben wir hier die 14. Wir haben jetzt diagonal die Sache. 1 und 14 haben wir 15 und 10 sind 25.
5 und 4, das heißt hier die 9. Dann haben wir hier, ja gut, 16 und 5 haben wir hier die 21 und 9 haben wir die 30, das heißt hier die 4. Wir haben hier 14 und 13 haben wir 27, genau. Das heißt hier die 3, das heißt hier die 7. Und das letzte, 6 und 9, haben wir 15. Und 8 haben wir 23, das heißt hier die, Moment, 11. Bomb. Es geht, es geht, es geht. So, auf dem Zettel steht. Ach, das sind hier die... Okay, gut, wir machen das schnell noch, weil ich denke, dann müssen wir zum... würden wir zum nächsten Bereich kommen, wenn wir das jetzt gerne machen. Dann mache ich mal wieder einen Cutty-Cut. Folge dem Alphabet und sammle alle Beine. Okay, also, schnell noch durchgehen das Ganze. Pomp. Ente, Spinne, Ameise, Pferd, Taube. Also, wir haben die, wenn man vom Alphabet her angeht, die Ameise. Die hat 6 Beine. Dann haben wir die Ente, die hat 2. Wir haben, Moment mal... Also Ameise haben wir 6, dann Ente 2, Pferd hat 4, Spinne hat 8 und Taube hat 2. Das heißt, wir haben 6, 2, 4, 8, 2. Vier. Bomb. So, okay, das ist doch supi. Also, zweites Gehirn. Und damit hätten wir diesen Bereich auch wieder erledigt. Soweit ich jetzt weiß, dürfte nicht mehr viel kommen. Soll heißen, wir setzen das Gehirn drauf. Und die Tür ist offen. Wir speichern. So, und ich bin da zu 1.05. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.